Die politische Zukunft von Hubert Aiwanger, die bleibt unterdessen weiter offen. Zwar hat sich der Chef der Freien Wähler und bayerische Wirtschaftsminister in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt entschuldigt, doch im gleichen Atemzuge ging er zum Gegenangriff über und beklagte eine politische Kampagne. Die Kritik der politischen Gegner an dem 52-Jährigen reißt dagegen nicht ab. Damit wird der Landtagswahlkampf im Freistaat weiter von der Causa Aiwanger überschattet. Markus Söder, der Ministerpräsident Bayerns und CSU-Chef, hält sich in diesen Tagen auffällig zurück. Er will offenbar die Beantwortung der 25 Fragen an Aiwanger abwarten, bevor er über die Fortsetzung der Koalition mit den Freien Wählern entscheidet. Mehr von Achim Unser. Traditioneller Auftakt beim Aschauer Volksfest im bayerischen Chiemgau. Trotz des Wirbels um ihn ist Hubert Aiwanger zur Eröffnung gekommen. Er will hier weiter Wahlkampf machen und nicht über das Auschwitz-Pamphlet in seiner Schultasche reden. Das tut er dann auch nicht mit keiner Silbe bei seiner Bierzeltrede, die er so beginnt. Liebe Freunde des gesunden Menschenverstands, herzlich willkommen hier im Bierzelt, meine Damen und Herren. Drei Stunden zuvor klang der Vize-Regierungschef an seinem Münchner Dienstsitz deutlich reumütiger. Ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Ihm wird vorgeworfen, dass er damals auch den Hitlergruß gezeigt habe. An sowas könne er sich nicht erinnern. Dann geht Aiwanger in die Gegenoffensive. Es ist jedoch nicht akzeptabel, dass diese Verfehlungen jetzt in einer politischen Kampagne gegen mich und meine Partei instrumentalisiert werden. In Aschau sind auch viele Anhänger von Hupsi, wie sie Aiwanger liebevoll nennen, zu dessen Rede gekommen. Die Meinung vor Ort über ihn? Was halt vor 36 Jahren passiert ist, das interessiert halt kein Menschen mehr. Wir haben alle früher irgendwie Witze gemacht. Die Entschuldigung reicht nicht, weil sie total zu spät kam. Sie kam auf Druck. Also da bewirkt es genau das Gegenteil. Ihr habt es erst nicht gewählt, aber ihr zwei. Er hätte es gleich am Anfang machen sollen, dann war halt das nicht so aufgebauscht worden. Ich hoffe auch, dass der Herr Söder ein Rückgrat zeigt, zu seinem Wirtschaftsminister steht. Der CSU- und Regierungschef weiß, Aiwangers Skandal könnte im Wahlkampf auch seiner Partei schaden. Bei den CSU-Anhängern ist man sich uneins in der Bewertung. Ich glaube auch, dass das eher eine Schmutzkampagne ist, jetzt so kurz vor der Wahl. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Partei auch ohne ihn weitermachen könnte. Die Koalition, denke ich, ist okay. Aber nicht mit dem Aiwanger als Vorsitzenden. Das war vor zig Jahren. Ich finde das Theater. Ich finde es nicht okay, dass er jetzt so angegriffen wird. Die Menschen wollen wissen, was tatsächlich passiert ist. Und das muss auf den Grund gegangen werden. Auch bei genauem Zuhören, ganz klar hat sich Aiwanger noch nicht geäußert, warum die Auschwitz-Pamphlete damals in seiner Schultasche waren. Die Frage ist, hat er es verteilt? Oder hat er versucht, die von seinem Bruder verteilten Exemplare wieder einzusammeln? Was der Bruder mal gesagt hat, was ein großer Unterschied ist. Und Aiwanger sagt immer, wenn man ihn fragt, auch in unserem Interview, er kann sich nicht erinnern, er weiß es nicht. Also er lässt das offen. Gut möglich also, dass Aiwanger von der Berichterstattung auch weiterhin ins Visier genommen wird. Und damit schauen wir vor die Staatskanzlei in München zu Max Hermes. Guten Morgen, Max. Ja, also der Druck auf Aiwanger bleibt. Wann herrscht denn nun endlich Klarheit über seine politische Zukunft? Guten Morgen, Carsten. Wir wissen nach wie vor nicht, bis wann dieser Fragenkatalog beantwortet werden soll. Uns ist gestern vor der Pressekonferenz von einem Sprecher nochmal zugesichert worden, dass das jetzt zügig geschehe, also möglicherweise bis Anfang oder Mitte kommender Woche. Am Donnerstag kommt dann der Zwischenausschuss des Landtags zusammen. Das ist eine Sondersitzung, die die Opposition hier eingefordert hat, also FDP, SPD und Grüne. Und die haben sich darauf verständigt, dass sie da diese Causa eben noch einmal ansprechen wollen. Und wenn Markus Söder und wenn Hubert Aiwanger handlungsfähig bleiben wollen, müssen sie vorher sich schon mit diesem Fall beschäftigen, bevor das dann ins Parlament geht, das ja eigentlich erst nach der Landtagswahl wieder zusammenkommen wollte. Aber da gibt es jetzt diese Sondersitzung und spätestens an diesem Donnerstag wird dann wohl Klarheit herrschen, wie es jetzt hier weitergeht. Dann wird das politische München hier noch einmal sich mit dieser Causa im Parlament beschäftigen. Aber vorher, das dürfte das Ziel sein von CSU-Chef Markus Söder, sich da selbst schon eine Chefentscheidung getroffen zu haben. Einerseits die 25 Fragen und die Antworten darauf bewertet zu haben, andererseits dann berücksichtigt haben, ob diese Entschuldigung jetzt reicht oder ob sie zu spät kommt, um Hubert Aiwanger hier noch im Amt zu lassen.
Am 8. Oktober wird ja in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Und natürlich wird dieser Wahlkampf von der Affäre Aiwanger jetzt überschattet. Aber warum äußert sich Markus Söder nicht klar? Er hatte ja auch gestern wieder einen Wahlkampfauftritt. Kein Wort zu Aiwanger. Also warum laviert er so schwer? Er hat sich an Hubert Aiwanger gewissermaßen gekettet, beziehungsweise an dessen Freie Wähler. Er hat ganz früh gesagt, dass er diese bürgerliche Koalition hier fortführen möchte mit den Freien Wählern. Das hat relativ geräuschlos funktioniert bis zu dieser Aiwanger-Affäre. Und vor allen Dingen hat es ihm auch ermöglicht, hier ein Bayern-Bündnis zu schmieden, aus dem heraus er die Ampelkoalition in Berlin immer wieder kritisieren konnte. Also das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP. Weil er hier mit keiner dieser Parteien zusammenarbeitet, konnte er immer wieder auch bundespolitische Spitzen dann senden, die für ihn persönlich ganz wichtig sind. Denn er hat ja immer wieder auch bundespolitische Ambitionen. Möglicherweise möchte er sich erneut um die Kanzlerkandidatur bei der Union bewerben. Und dafür muss er Akzente aus Bayern raussetzen. Das konnte er gut mit einem Partner machen, der eben nicht in Berlin regiert. Und dafür waren die Freien Wähler hier ein Steigbügelhalter. Markus Söder hat keine Ahnung, wie es weitergehen wird, wenn er jetzt Hubert Aiwanger absägen würde, ob ihm das möglicherweise einige CSU-Wähler sogar übel nehmen, weil er diese Machtoption dann zerstört. Und er hat ja schon gesagt, mit den Grünen möchte er hier auch nicht zusammenarbeiten in Bayern. Also Markus Söder hat eigentlich keine Option. Er möchte dieses Bündnis retten um jeden Preis bis zur Landtagswahl. Du wirst die politische Lage in Bayern in der Causa Aiwanger weiter für uns beobachten. Max, danke erstmal vor die Staatskanzlei in München. Und wir bleiben politisch, schauen aber auf die Bundespolitik, denn die Zufriedenheit der Deutschen mit der Bundesregierung hat laut einer aktuellen Umfrage weiter abgenommen. Laut dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend sind 79% unzufrieden mit der Ampel, nur noch 19% stimmen der Politik der Bundesregierung zu. Und auch bei der Sonntagsfrage verlieren SPD, Grüne und FDP jeweils einen Prozentpunkt. Die Sozialdemokraten kommen auf 16, die Grünen auf 14 und die FDP auf 6%. Die Union wäre weiter stärkste Kraft und legt leicht zu auf 29%. Die AfD klettert auf 22%. Damit hat die Ampel im Moment keine parlamentarische Mehrheit. Die Unionsbundestagsfraktion hat auf ihrer Klausurtagung im nordrhein-westfälischen Schmallenberg ein Papier zur Stärkung der Wirtschaft verabschiedet. Daran sprechen sich CDU und CSU unter anderem für Steuererleichterungen für Unternehmen aus. Die Stromsteuer solle auf das gesetzliche Minimum der EU gesenkt werden. Ziel sei ein Strompreis unter 20 Cent pro Kilowattstunde inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Gesamtsteuerbelastung von Unternehmen müsse bei 25% gedeckt werden. In dem Papier schlägt die Unionsfraktion auch gezielte Abschreibungen bei Investitionen in Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung vor. Es ist Tag 555 des Ukraine-Krieges. Eine zentrale Rolle der ukrainischen Offensiven gegen den russischen Aggressor spielen inzwischen Drohnen. Nun soll ein neuer, besonders effektiver Typ zum Einsatz gekommen sein. Es handelt sich um insgesamt 16 aus Karton gefertigte Flugkörper, die für Flugabwehrradare nur schwer zu orten sein sollen. Und erst jetzt wurde bekannt, dass diese Drohnen beim Angriff vor einigen Tagen auf den militärischen Teil eines Flughafens im russischen Grenzgebiet Kursk eingesetzt worden seien. Der aktuelle Kriegsüberblick von Perdita Heise. Die russische Luftabwehr versucht, Drohnenangriffe über der Oblast Pskow zu vereiteln. Nach Angaben des Gouverneurs wurde dabei ein unbemannter Flugkörper abgeschossen. Bilder veröffentlicht in den sozialen Netzwerken. Wann und wo sie aufgenommen wurden, lässt sich nicht überprüfen. Schon in der vergangenen Woche hatten offenbar ukrainische Drohnen den Militärflugplatz in der Region angegriffen. Dabei sollen 4 russische Transportflugzeuge beschädigt worden sein. Neu im Arsenal der ukrainischen Armee Pappdrohnen. Mit den aus Karton und Gummibändern gefertigten Leichtdrohnen kann die Ukraine weit ins russische Kernland vordringen. Und aufgrund ihres Baumaterials sind die Pappdrohnen vom russischen Flugabwehrradar nur schwer zu orten. Bei einem Angriff auf eine Militärbasis im russischen Grenzgebiet Kursk am Wochenende sollen diese Drohnen 5 russische Kampfflugzeuge und mehrere Flugabwehrsysteme ausgeschaltet haben. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj hat sein Land inzwischen auch eine eigene Langstreckenwaffe entwickelt mit einer Reichweite von 700 Kilometern. Damit könnte die Ukraine auch Ziele in Russland angreifen, was ihr mit den Waffen der NATO untersagt ist.
Unterdessen setzen die ukrainischen Bodentruppen ihre Offensive im Süden und Osten des Landes weiter fort, wenn auch unter offenbar hohen Verlusten. Kritik an der Strategie der ukrainischen Armee verbittet sich Außenminister Kuleba. Kritik am langsamen Tempo der Gegenoffensive zu üben bedeutet, dem ukrainischen Soldaten ins Gesicht zu spucken, der jeden Tag sein Leben hingibt und Kilometer für Kilometer ukrainischen Boden befreit. Vielmehr müsse der Westen weitere Waffen liefern, um die Ukraine in ihrem Abwehrkampf zu unterstützen. Zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner nach Moskau. Guten Morgen, Christoph. Wir blicken zuerst einmal an die Front. Wir haben ja eben einige Neuigkeiten gehört. Was für Informationen hast du über den aktuellen Kriegsverlauf? Also ich beobachte seitens der Ukraine eine Art Doppelstrategie, bestehend aus Nadelstichen auf der einen Seite und massiven Druck auf der anderen Seite an verschiedenen Frontabschnitten. Zu der Nadelstichstrategie gehört auch das, was die Ukrainer augenblicklich tun im Bereich Cherson. In dieser Provinz, die zu 70% von Russland kontrolliert wird. Und da dreht sich alles um den Fluss Dnieper. Und alles, was westlich des Dniepers liegt, wird von der Ukraine kontrolliert. Und das, was östlich oder Ostufer ist, wird von Russland kontrolliert. Und da versuchen die Ukrainer, immer neue Brückenköpfe am Ostufer zu errichten. Mit kleinen Gruppen, 10, 15 Soldaten. Und sobald die sich da einigermaßen festgebissen haben, kommen neue Truppen mit Schnellbooten nach. Und dann versucht man, das Ganze zu konsolidieren und dann von dort aus Angriffe zu starten mit kleineren Sabotagetrupps auf das Gebiet, das von Russland kontrolliert wird, und da eben dann auch militärische Einrichtungen zu zerstören. Und das Ganze kann Russland wehtun, wenn das nicht gelingt, rechtzeitig zu unterbinden. Also je mehr hier Brückenköpfe existieren, desto prekärer wird die Lage im Bereich für Russland im Bereich Cherson. Dann, wenn wir weitergehen und dann zur Strategie maximaler Druck, dann sind wir wieder im Bereich Saporoge als Orientierungspunkt. Auch heute wieder die Stadt Areshkov. Und dann runter Richtung Rabotina, Verbavoje, diese beiden Orte, die stark umkämpft sind. Und da ist es jetzt wohl der Ukraine gelungen, auch elektronische Kampfmittel effizient einzusetzen. Das zumindest sagt das Portal Ribar, das russische Telegram-Portal. Und das wiederum stört die russischen Kamikaze-Drohnen vom Typ Lancet, die für die Ukraine eine große Gefahr sind. Also haben wir hier diese beiden Punkte, und dann gibt es natürlich auch noch einiges Kurioses zu berichten. Ihr habt das ja auch gerade angesprochen mit diesen Karton- oder Pappdrohnen, die die Ukrainer da jetzt wohl einsetzen. Auch das läuft unter der Kategorie Nadelstiche, also Billigdrohnen, die die Ukrainer wohl aus Australien bekommen haben, die Sprengstoff transportieren, damit zu Kamikaze-Drohnen werden. Und damit soll es ja auch gelungen sein, im Bereich Kursk da einen Luftwaffenstützpunkt anzugreifen. Wie groß der Schaden ist, kann ich überhaupt nicht sagen, kann ich auch nicht verifizieren. Da gibt es die Meldungen der Ukraine, dass einige Kampfjets wohl beschädigt wurden und auch Flugabwehrsysteme. Aber es gibt da keine Bestätigung von russischer Seite. Aber das Ganze passt ins Bild, weil die Ukrainer tatsächlich versuchen, mit neuen Erfindungen und mit neuen Drohnentechniken tatsächlich diese Nadelstiche den Russen so zu versetzen, dass das in der Summe eben schmerzhaft wird. Und das scheint auch zu gelingen. Christoph, nachdem ja Jewgeni Prigozhin, der Wagner-Chef, beigesetzt wurde, ist nun auch der zweite Wagner-führende Mann, Dmitri Utkin, beigesetzt worden. Was heißt das jetzt für die Zukunft der Wagner-Söldner? Wie geht es weiter mit ihnen?
Also ganz richtig, Dmitri Utkin ist in Moskau beigesetzt worden und der militärische Kopf der Wagner-Söldner mit dem Kampfnamen auch Wagner ist tatsächlich auch mit militärischen Ehren beigesetzt worden. Das kommt wohl auch daher, weil er erstens mal Held Russlands war, also mit diesem hohen Orden ausgezeichnet wurde. Einst und zweitens, weil er auch einstmals Soldat war. Das heißt, er hat ganz offiziell zum russischen Militärgeheimdienst gehört, als Oberstleutnant in einer Spezialeinheit der GRU. Also von daher doch einen ganz anderen Status wohl auch hatte jetzt hier in den Augen der Militärs als Prigozhin, den man ja fast heimlich in St. Petersburg beerdigt hat, ohne militärische Ehren. Und für die Wagner-Söldner haben diese ganzen Veränderungen der jüngsten Zeit nichts Gutes zu bedeuten, wie wir hier in Moskau immer wieder hören. Es scheint so zu sein, dass das Verteidigungsministerium alle Aktivitäten der Söldner im arabischen und auch im afrikanischen Raum übernehmen wird und dass man da eigene Freiwilligenverbände, so heißt das hier, installieren wird, mit anderen Worten eigene Söldnertruppen, die vom Verteidigungsministerium kontrolliert werden. Dann werden wohl einige Pufferfirmen dazwischen geschoben. Das ist natürlich vom Organisatorischen her gesehen für Moskau einfacher so, als wenn das alles direkt vom Verteidigungsministerium gemanagt werden müsste. Aber unterm Strich bleibt eben, dass die Aktivitäten in Afrika weitergehen werden, eben nur unter einer anderen Federführung. Und der Bell, dieses kremlkritische Nachrichtenportal hier in Russland, befürchtet, dass dadurch, dass das Verteidigungsministerium jetzt hier die Kontrolle haben wird, die Aktivitäten in Afrika Russlands noch stärker ausgebaut werden als unter den Wagner-Söldnern. Und das wird wahrscheinlich zu weiteren Konflikten mit dem Westen führen, weil da natürlich dann auch in diversen afrikanischen Ländern die Interessen wieder komplett aufeinanderprallen werden. Christoph, danke für deine aktuellen Einordnungen nach Moskau. In die USA, ein weiteres ehemaliges ranghohes Mitglied der rechtsextremen US Proud Boys ist wegen Beteiligung am Sturm auf das Kapitol in Washington zu 17 Jahren Haft verurteilt worden. Joseph Biggs und weitere Mitglieder der Gruppe durchbrachen ja mit Gewalt im Januar 2021 Polizeisperren und drangen in das Gebäude ein, mit dem Ziel, eine Sitzung des Kongresses zur Bestätigung des Wahlsieges von Joe Biden zu stören und Donald Trump im Amt des Präsidenten zu halten. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen aufrührerischer Verschwörung, das ist ein Relikt aus der Zeit des Bürgerkrieges im 19. Jahrhundert, 33 Jahre Haft für Biggs gefordert. Und wir bleiben noch in den Vereinigten Staaten, denn das Alter der führenden Politiker spielt in den USA eine immer größere Rolle. Präsident Biden, inzwischen 80 Jahre und würde, wenn er erneut gewählt würde, an 82 Jahre bei seinem Amtsantritt, dem erneuten. Beim politischen Gegner sieht es nicht anders aus. Donald Trump ist 77 und dem 81-jährigen Anführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, versagte nun auf offener Bühne die Stimme. Gefühlt eine Ewigkeit lang. Der Zwischenfall befeuert nun die Diskussion über Altersbeschränkungen für Politiker in den Vereinigten Staaten. Unser Korrespondent Michael Willenweber über die politische Rentner-Kombo in Washington. Es ist eine bedrückende Szene. 30 Sekunden bringt der Führer der Republikaner im Senat kein Wort heraus. Did you hear the question, Senator? Senator, haben Sie die Frage verstanden? Seine Assistentin versucht, die Situation zu retten. Vermutlich ein Minischlaganfall. Genaues wird nicht bekannt. Er ist 81 Jahre alt. Und er ist ja auch nicht der Einzige, der noch im hohen Alter mitmischen will. Fit wirkt auch der Präsident nicht immer mit 80, nur ein Jahr jünger als Mitch McConnell. Donald Trump macht mit 77 zwar auf starken Mann, sein Auftreten aber befremdet und seine Hasstiraden wirken altersstarrsinnig. 73% der Amerikaner sind die geronnten Demokratie inzwischen leid und fordern Altersbeschränkungen. Nur 27% lehnen das ab. Auf dieser Welle versucht der Nachwuchs zu surfen wie Nikki Haley, die Trump die Kandidatur streitig machen will. Ich sage schon lange, wir brauchen Kompetenztests für jeden über 75. Ich sage schon lange, die Zeit für diese Seniorenklasse ist abgelaufen. Aber nicht nur alte Männer kleben am Amt. Nancy Pelosi, 83, konnte auch nicht freiwillig aufgeben. Oder die kalifornische Senatorin Feinstein, 90 Jahre, die immer häufiger einen verwirrten Eindruck hinterlässt. Das Durchschnittsalter im Senat liegt inzwischen schon bei 64.
Wer Macht und Ämter hat, will in den USA sie meist auch behalten. Das Nicht-Loslassen-Können geistert als Virus durch die amerikanische Politikerkaste. Die Rufe nach Kompetenztests oder Altersbeschränkungen dürften am Ende aber bei denjenigen, die sie zu beschließen haben, auf wenig Resonanz stoßen. Schließlich sägt man sich ja ungern den Ast ab, auf den man noch sehr, sehr lange sitzen möchte. Es ist wieder soweit. Unter dem Funkturm in Berlin öffnet die internationale Funkausstellung ihre Pforten. 2000 Aussteller aus aller Welt zeigen auf der größten Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltstechnik in Europa die neuesten Trends. Diesmal steht auf der IFA aber vor allem die künstliche Intelligenz im Mittelpunkt. KI als Helfer vor allem in der Küche. So wird Backen, Braten und Sporen zum Kinderspiel. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz, kurz KI genannt, und einer eingebauten Kamera erkennt dieser Backofen automatisch, welches Gericht in der Röhre liegt und wählt selbstständig die dazu nötige Zubereitungsmethode und Dauer. Auch dieser Staubsauger verfügt über KI, ändert je nach Untergrund automatisch Saugkraft und Drehzahl der Bürste. Und diese smarte Waschmaschine erkennt, wie schmutzig die Wäsche ist und entscheidet danach, ob ein 60-Grad-Waschgang wirklich nötig ist. KI soll uns natürlich das Leben leichter machen, hilft uns jetzt schon im Haushalt. Aber es geht nicht nur um Arbeitserleichterung, es geht auch um wirklich messbare positive Effekte, Strom sparen, Wasser sparen, alles, wo es um Ressourcen geht, auch da kann KI optimierend dabei sein. Look and listen, sehen und hören lautet das Motto dieser Sonnenbrille mit integriertem Headset, mit der sich unterwegs via Bluetooth Musik hören und telefonieren lässt. Ja, hallo, hier ist der Peter. Apropos. Lifestyle für unterwegs bietet auch dieser Koffer mit integriertem TV-Bildschirm. Ideal für Filme am Strand, aber auch für digitale Brettspiele, wo immer man gerade ist. Dieser Fernseher To Go von LG hat eine Akkulaufzeit von etwa 3 Stunden und soll noch im Herbst auf den deutschen Markt kommen und etwa 1400 Euro kosten. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen lässt sich mit diesem Gartentisch. Nach dem Kaffeeklatsch wird die Platte einfach hochgeklappt und produziert dann als mobiles Balkonkraftwerk kostenlosen Solarstrom für den Hausgebrauch. Willkommen zum Sport. Die Fußball Champions League beginnt für die deutsche Mannschaft mit attraktiven, aber auch wirklich schweren Gegnern. Bayern München hat es noch am leichtesten, muss gegen Manchester United, Kopenhagen und Galatasaray Istanbul ran. Ja, das ist machbar. Aber Union Berlin knallhart, Real Madrid, SSC Neapel und Braga sind die Gegner und auch Dortmund, boah, gegen Paris Saint-Germain, außerdem der AC Mailand und Newcastle. RB Leipzig trifft auf den Titelverteidiger Manchester City und außerdem gibt es dann noch Partien mit Roter Stern Belgrad und den Young Boys Bern. Die ersten Spiele sind am 19. und 20. September. Und wir bleiben in der Fußball-Bundesliga und schauen auf Borussia Dortmund, denn ja, bei den schweren Spielen könnte einer der Gamechanger werden, Niklas Füllkrug. Denn es wurde nun offiziell bestätigt, er wechselt nach Dortmund. Der Mittelstürmer verlässt damit Werder Bremen, wo er sich in den vergangenen Jahren zum Torschützenkönig der Bundesliga und zum Nationalspieler entwickelte. Und bei der für Deutschland peinlichen WM-Vorstellung 2022 in Katar war der 30-Jährige einer der wenigen Lichtblicke in der deutschen Mannschaft. Füllkrug erhält beim BVB einen 3-Jahres-Vertrag. Mit den Schwarz-Gelben kann er sich nun auch in der Champions League beweisen und vielleicht gegen PSG das ein oder andere Tor machen. Normalerweise ist es ja nichts Besonderes. Also ein Auto wird angehalten und die Polizei kontrolliert es. Aber wir haben jetzt was so Kurioses aus dem US-Bundesstaat Nebraska. Denn schauen Sie sich diese Bilder an. Auf dem Beifahrersitz eines Autos befand sich ein riesiger Stier. Ja, das ist wirklich, das ist echt, das ist real. Die Beamten wurden durch einen aufgeregten Anrufer alarmiert und die Polizisten glaubten zunächst, es handelt sich um ein Kälbchen. Aber vor Ort trauten sie dann ihren Augen kaum, als sie das große Watusi-Rind sahen. Das Fahrzeug war umgebaut worden, um Platz für den Bullen zu schaffen. Für den Fahrer gab es eine Verwarnung und die Aufforderung, den Stier zurück in einen Stall zu bringen. Die gute Nachricht des Tages an diesem Freitagmorgen. Wer sein Auto oder Motorrad anmelden will, kann sich nun endlich den Gang zum Amt sparen und damit viel Wartezeit. Die Verordnung der Bundesregierung zur Digitalisierung der Kfz-Zulassung ermöglicht es nämlich Fahrzeughaltern, die Zulassung online abzuwickeln. Die Stempelplaketten für die Nummernschilder und Papiere sollen innerhalb von 10 Tagen per Post zugeschickt werden. Schon vorher dürfen Fahrzeughalter auch auf die Straße. Der digitale Zulassungsnachweis reicht zunächst als Zulassungsbescheid aus. Das Wochenende steht vor der Tür, Maira.
Wir gestalten den Morgen heute gemeinsam. Ne? Wir sind heute als Duo unterwegs. Aber ich frage mich, ist ja ganz schön, aber in Berlin strahlender Sonnenschein. Ja, würde ich gerade sagen, ja, schau doch mal raus. Da müssen, herrlich, da müssen wir mal ein Bild irgendwie demnächst hier aufschalten mit unserer Dachkamera. Genau. Ist ja auch schön, aber dann, ja? Berlin endlich mal Sonne nach recht. Dem ganzen Regen, den wir gesehen haben. Die sollten wir auch feiern und vor allem nutzen und genießen am Wochenende. Denn aber überall in Deutschland wirklich? Ja, na, aber doch, ja, doch. Dauert nur noch ein bisschen. Aber morgen ist ja auch erst Wochenende. Aber pünktlich zu diesem und vor allem aber auch jetzt zum Start in den meteorologischen Herbst wird es bei uns wieder wärmer. Guten Morgen. Durch die Tiefs bei den britischen Inseln und dem Hoch über Norditalien strömt nämlich warme Luft vom westlichen Mittelmeer über Frankreich zu uns. Man sieht es auch schön anhand hier der Einfärbung der Pfeile. Und so steigern wir uns, oder beziehungsweise die Höchstwerte, sich im Vergleich im Südwesten zu gestern um ganze 4 Grad. Also Freiburg erwartet heute schon bis zu 27 Grad. Ansonsten ja, 17 Grad im Fichtelgebirge bis hin zu 25 in Stuttgart. An den Küsten bleibt es bei 20 bzw. 22 werden es in Berlin und Dresden. Aber immerhin. Zunächst geht diese Erwärmung aber mit dem Durchzug einer Warmfront einher, die sich bereits am Vormittag durch Regen im Westen ankündigt. Und dieser breitet sich dann langsam Richtung Osten aus. Auf dem Weg dahin wird zwar die Erwärmung eingeleitet, aber sie schwächt sich dann auch ab. Heißt also, in der Mitte und im Osten gibt es nur noch ein bisschen Regen. Allerdings von Westen her sieht man auch hier schön, regnet es zum Teil dann auch mal etwas kräftiger. Im Süden können zusätzlich auch noch einzelne Gewitter unterwegs sein. Trüb und wolkenverhangen geht es bei leichtem Regen dann aber am besten, wie gesagt, in der Mitte auch durch den Tag. Ansonsten kurze Schauer nur, zeigt aber jetzt diese Karte nicht. Aber wir gucken mal gleich auf die Aussichten, denn die können sich wirklich sehen lassen. Der Samstag bringt nämlich noch von Nordwesten und Rheinland-Pfalz her bis zu den östlichen Mittelgebirgen kurze Schauer und vereinzelte Gewitter. Aber abseits davon wird es wirklich sehr freundlich und im Süden warm mit bis zu 29 Grad. Am Sonntag sind sogar bis zu 30 Grad drin, gilt allerdings nur für den Süden. Ansonsten, was aber für uns alle gilt, ist, dass es wirklich endlich mal wieder nicht nur trocken bleibt, sondern verbreitet auch sehr viel Sonnenschein gibt.